Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Show Minecraft. Ich bin's wieder, RaceKing1704. Und ich habe hier auf meinem Doppelhaus, kann man sagen, also... Leck. Hallo. So. Die Hälfte und die Hälfte, jeweils ein drittes Stockwerk drauf geknallt. Sieht innen identisch aus und ich habe hier in dieses Haus jede Etage auf die gleiche Position einfach mal so eine Bank gebaut, weil es einfach ganz lol aussieht. Und die Klingel ist jetzt mit dem Knopf. Nicht mehr am Hebel, weil manche machen ihn nicht zurück, dann funktioniert es ja erstmal nicht. Dann höre ich es nicht, wenn jemand klingelt. So, ich habe hier noch ein paar Laternen hingebaut. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Gerade die paar hier. Ihr seht hier ein neues Haus, das ist auch noch von mir. Hier habe ich mal was ausprobiert. Hier, das ist Stein. Ihr seht's. Es ist keine Eisentür oder so in diesem Texture-Pack. So, diesen Hebel. Auf und weg. Das hier sind Pistons. Das sieht in dem Texture-Pack ein bisschen komisch aus. Der Rest sieht scheiße geil aus. Die fahren raus und die Blöcke, ja, auch. Dann ist hier der Technikraum dazu. Ist gar nicht so kompliziert. Es sieht nur ein bisschen kompliziert aus. Der hier geht zu dem Hebel innen. Dann hier Repeater, Redstone, zwei Repeater. Und dann hier außen zu dem Hebel. Ja, mehr ist es nicht. Hier noch der Rest. Das braucht ihr alles. Da seht ihr auch Sticky Pisten. Ja, mehr braucht ihr gar nicht. Das ist gar nicht so schwer. Das Video von dem geht 8 Minuten oder irgendwas. Ja, es ist wirklich einfach. Ich habe es auch beim ersten Mal direkt gecheckt. Ja, und da durch dieses Experiment ist dieses Haus eigentlich jetzt so entstanden. Ja. Hinten den Garten habe ich auch noch gemacht. Ja, stimmt. So, und wenn jetzt von innen zu ist, kann man von außen den Hebel so oft bedienen, wie man will. Es geht nicht auf. Ist auch gut für den Server jetzt zum Beispiel, wenn man keinen Besuch jetzt will. Kann man einfach halt in die Tür zumachen. Fertig. Ja, was haben wir noch Neues gebaut? Die Laternen. Ein Haus. Und mein anderes Haus. Die sollen extra so sein. Das soll so aussehen, wenn sie in der Wand hängen. Genau hier auch auf der Seite. Ja, eigentlich so den Rest. Ja, das war's eigentlich. So kann man es sagen. Ja, ich wollte euch noch dieses Texture Pack ein bisschen zeigen. Also ich finde es grandios. Das ist das Enhanced Texture Pack. 128x128. Sieht einfach genial aus. Ja. Ich werde vielleicht auch mal ein Video in meiner Texture-Pack-Welt dazu bringen, zu dem Pack. Ich habe halt mir die Welt runtergeladen von irgendjemandem, also Xon hat es mir geschickt, er hat es runtergeladen. Ja, da sind halt alle Blöcke und ihr kennt das, glaube ich, schon. Ich würde sagen, weil es uns auch nichts Neues gibt, würde ich sagen, machen wir Schluss und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.